Die Architektur dieses Gebäudes spiegelt ganz viel von uns wider. Wenn man sich dieses Gebäude anschaut und Vicus nicht kennt, spätestens dann weiß man, worauf wir Wert legen. Die Besonderheit bei diesem Projekt war, dass wir mit den Nutzern und mit der Unternehmensleitung ein Projekt vorangetrieben haben, was zukunftsfähig ist und was in einem engen Austausch mit allen erfolgte. Wenn der Besucher das Haus betritt, dann wird er zum ersten das große Treppenhaus sehen, das vom Eingang über die Etagen nach oben führt. Und in diesem Treppenhaus haben wir die Brüstung in genau diesen geschwungenen Formen gestaltet, die man sieht, wenn man die produzierten Sägebänder in den Werkhallen dort vorfindet. Das Besondere in dem Projekt für mich war, dass es von den Anforderungen, von der Gestaltung der Fassade, der Gesamtgestaltung ein sehr spannendes und natürlich auch ein Projekt war mit einer großen Detailgenauigkeit und Detailanforderung. Für uns war es wichtig, kommunikativ die Mitarbeiter stark mit ins Projekt mit reinzunehmen und zu beteiligen, weil wir einfach dadurch diesen Change-Prozess auch viel leichter für alle durchlebbar haben. Alle Kolleginnen und Kollegen des administrativen Bereiches sind jetzt hier auf einer Fläche untergebracht. Kurze Wege, kurze Abstimmungen. Das Geschoss bietet sehr unterschiedliche Nutzungszonen an. Ich kann mich in eine Lounge zurückziehen und kann Kaffee trinken. Ich kann mich an einen Standardarbeitsplatz setzen, wo ich meine Routinearbeitstätigkeiten machen muss. Es gibt Kollaborationsarbeitsplätze, wo ich mit anderen zusammenarbeiten kann. Und es gibt eine Reihe diverser Rückzugsräume bis hin zu Projekträumen, in denen ich allein oder mit anderen zusammenarbeite. Die Resonanz auf die Räume war unheimlich positiv. Ich glaube, dass man das Design, auch die Farben sehr positiv aufgenommen hat und jetzt aber erste Erfahrungen sammeln muss. Also wie ist es im Arbeitsalltag? Vicommen ist einfach entstanden, weil wir dem Gebäude einen Namen geben wollen, der selbstsprechend ist, der auch wirklich mit Vicus in Verbindung steht, der auch eine Zugehörigkeit zum Gebäude selber und zu dem Projekt für die Mitarbeiter bedeutet. Wir haben uns komplett neu aufgestellt. Wir haben gesagt, wenn wir das jetzt tun, dann möchten wir was tun für jetzt, für morgen, für die nächste Generation. Die Vicus-Gruppe hat hier ihren Ursprung und hier ihren Mittelpunkt. Das drücken wir aus mit unserem Unternehmen, mit der Inspiration und der Philosophie, die hier in diesem Gebäude lebt und wirkt.